Heute spreche ich über meinen Beruf, denn mich hat eine E-Mail erreicht, die Folgendes aussagt. Hallo Konstantin, ich schreibe dir, da ich kurz vor dem PJ stehe und mich sehr für den Facharzt Gynäkologie interessiere, sehr löblich. Deine Videos fand ich bis jetzt sehr informativ und nun würde ich mich freuen, wenn du vielleicht was für uns angehende Gynäkologen posten könntest und einige Fragen beantworten könntest zu deinem Beruf. Das werde ich hiermit tun. Danke für die E-Mail. Und gerade die Mediziner oder die angehenden Mediziner liegen mir auch sehr am Herzen und deswegen beantworte ich solche Fragen immer sehr gern. Aber bevor wir das tun, muss ich eine Mütze aufziehen. Besser. Erste Frage. Warum hast du dich für die Gynäkologie entschieden? Das ist eine sehr einfache Frage, beziehungsweise gar nicht so einfach. Die meisten wissen vielleicht, dass mein Papa auch Gynäkologe ist und deswegen kam ich schon sehr früh in Kontakt mit der Gynäkologie, am Abendtisch oder Frühstück oder auch gerne mal über solche Themen gesprochen. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen mehr dafür interessiert als vielleicht andere, weil mein Papa das gemacht hat, habe mich aber im Studium selbst ein wenig gewehrt dagegen, weil ich dachte, nee, dasselbe machen wie der Vater ist vielleicht ein bisschen langweilig. Und habe dann doch gemerkt in den klinischen Semestern, dass mich dieses Fach fasziniert und interessiert, weil es eben, und dazu komme ich gleich noch, so vielseitig ist, obwohl das ja nur eine Fachrichtung ist. Man kann so viel in diesem einen Fach machen und das hat mich dann doch auch fasziniert und da bin ich dann doch zum Gynäkologen tendiert und geworden. Und was genau die Gründe waren, erkläre ich gleich nochmal. Aber erstmal die nächste Frage. Wie viele Dienste macht ein Gynäkologe circa im Monat? Welche Dienste sind das? 24-Stunden-Dienste, Bereitschaftsdienste und was ist der Unterschied zwischen diesen Diensten? Ich mache ungefähr momentan 5 bis 6 Dienste im Monat. Das ist normal. Man hat auch mal, wenn man sehr gut besetzt ist, 3 bis 4 Dienste nur. Man hat auch mal, wenn man sehr schlecht personell besetzt ist, mal 7 bis 8 Dienste. Und bei uns ist das System so, dass wir an einem Wochenende und Feiertagen 24-Stunden-Dienste haben. Und also von morgens 8 bis zum nächsten Tag um 8. Und in der Woche haben wir, das sind glaube ich 20-Stunden-Dienste, von 10 Uhr morgens bis von 15.30 Uhr nachmittags bis 10 Uhr morgens. Das ist also ein bisschen kürzer und man kann halt in der Woche mal ausschlafen, weil man erst nachmittags anfängt. Das ist immer sehr ganz nett. Und am nächsten Tag hat man eben ab 10 Uhr dann frei. Meistens schläft man dann den Rest des Tages, aber theoretisch hat man dann natürlich auch noch ein bisschen Freizeit. Deswegen finde ich dieses Dienstmodell ziemlich gut. Es gibt natürlich auch noch 12-Stunden-Dienstmodelle, die natürlich dann ein wenig öfter, gerade am Wochenende, wenn man sich vorstellt, man hat statt der 24 Stunden, wo ja nur eine Person quasi diese 24 Stunden absetzt, wenn man das schon auf 12 Stunden splitten würde, bräuchte man schon 2 Personen an einem Samstag zum Beispiel. Deswegen hat man mit 12-Stunden-Diensten tendenziell ein bisschen mehr Dienste. Dann gibt es noch Systeme wie so ein Bereitschaftsdienstsystem. Das gibt es bei uns in der Frauenklinik nicht, aber gibt es in anderen Fachdisziplinen, dass zum Beispiel der Oberarzt zu Hause ist und wird nur reingerufen, wenn er gebraucht wird. Das gibt es bei uns aber nicht. Bei uns sind immer 3 Personen anwesend. Ein Oberarzt ist immer im Haus im Hintergrund. Und dann gibt es einen Kreißsaalarzt und einen Arzt, der für die Notaufnahme in der Gynäkologie zuständig ist und für die Stationen. Nächste Frage. Wie ist Familie und Beruf zu vereinbaren in der Gynäkologie, besonders für zukünftige schwangere Ärztinnen? Wie ist die Work-Life-Balance? Bei uns tatsächlich sehr gut. Das schreiben sie sich auch groß auf die Fahnen, dass es eine sehr familienfreundliche Klinik ist und das stimmt auch. Wenn ihr schwanger werden wollt, dann werdet ihr schwanger und es gibt ja die Möglichkeit heutzutage mit Elternzeit und Teilzeit und so weiter und so fort. Ist immer so ein bisschen von der Klinik abhängig, inwiefern das unterstützt wird. Bei uns wird das sehr unterstützt. Es gibt viele Ärztinnen und Ärzte, die bei uns eine Teilzeitbeschäftigung haben, die also nur 70-80% arbeiten und eben mit der Elternzeit auch mal 4 bis 8 Wochen, je nachdem, wie lange man ausfallen möchte oder auch die Damen natürlich ein bisschen länger, über ein Jahr zu Hause sind. Das gibt es alles und deswegen ist das ein sehr familienfreundlicher Beruf. Passend. Work-Life-Balance kommt darauf an, wie du organisiert bist, wie du arbeitest. Bist du schnell und gut in deinem Beruf, dass du pünktlich gehen kannst oder musst du dann noch ein paar Überstunden dran setzen, weil du noch Briefe zu schreiben hast etc. Ich bin jemand, der versucht, immer sehr pünktlich rauszukommen und das auch wirklich ganz gut schafft. Dafür bleibt vielleicht ein bisschen Papierkram übrig, was ich dann am nächsten Tag nachholen muss oder irgendwie zwischendurch machen muss. Ich kriege das mittlerweile ganz gut hin, sodass ich da pünktlich rauskomme und deswegen ist der Work-Life-Balance so bei normalen Tagdiensten sehr, sehr okay. Kommst du halt ganz normal nachmittags raus. Dadurch, dass ich um 7.30 Uhr anfange, haben wir um 16 Uhr meistens schon Feierabend und dann brauchst du halt vielleicht nur eine halbe Stunde, um dein Zeug fertig zu kriegen, bis so gegen 4:30, 5 zu Hause. Das ist eigentlich ganz normal und super in Ordnung. An Wochenenddiensten ist natürlich die Work-Life-Balance nicht großartig vorhanden. Das finde ich
auch immer am heftigsten, wenn man jetzt zum Beispiel einen Samstag 24-Stunden-Dienst hat und du hast von Montag bis Freitag ganz normal gearbeitet, kommst also Freitagabend nach Hause, schläfst kurz, gehst Samstag an die Arbeit, kommst Sonntag frühmorgens völlig kaputt nach Hause, schläfst und gehst Montag früh wieder ganz normal an die Arbeit. Da ist nichts mit Freizeit und das ist schon sehr anstrengend, aber es sind ja Gott sei Dank nur so 2 bis 3 Wochenenddienste im Monat. Momentan sind es eher 1 bis 2 bei uns. Also es ist schon auszuhalten. Es gibt sicherlich Berufe, wo die Work-Life-Balance höher ist und es gibt sicherlich auch Fachdisziplinen, wo es ein bisschen einfacher ist, seine Freizeit nicht in der Klinik zu verbringen. Wie sieht die Rotation als Assistenzarzt in einem kommunalen Krankenhaus aus? Wie lange in welchen Teilbereichen etc.? Die Rotation ist sehr gut gegeben und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich anfangs angesprochen habe, dadurch, dass man sehr viele Unterkategorien in der Frauenheilkunde hat. Also man kann von mir aus Sonografeur werden oder Diagnostiker. Man muss internistisch gut bewandert sein, weil man natürlich auch sehr viel mit älteren Damen zu tun hat, die internistische Vorerkrankungen hat. Endokrinologe und in dem Sinne auch ein Kinderwunscharzt. Du kannst Operateur werden, du kannst Onkologe werden, mit den Chemotherapien handhaben. Du kannst in einem Brustzentrum, du kannst in das Beckenbodenzentrum und Inkontinenzleiden behandeln. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele Dinge, die du machen kannst und deswegen, und habe ich ja ganz vergessen, der Kreißsaal. Es gibt natürlich auch eine Geburtshilfe in der Frauenheilkunde als einzigartiges Fach in der Medizin. Also es gibt, selbst wenn du dich jetzt, sagen wir mal, für die Frauenheilkunde entscheidest, immer noch die Möglichkeiten, dich in irgendeine Richtung zu spezialisieren und zu sagen, ich hätte gerne doch so mehr so ein bisschen internistisch zu tun oder ich hätte gerne einfach mehr am OP-Tisch Zeit verbracht, ich möchte operieren lernen, gibt es alles die Möglichkeit. Und als Assistenzarzt rotierst du natürlich auch durch die einzelnen Fachdisziplinen einmal durch, damit du gucken kannst, erstens, was interessiert dich vielleicht mal. So ab dem 2., 3. Ausbildungsjahr ist es schon so, dass man so langsam sich in eine Richtung entscheiden sollte. Und natürlich auch, du musst alles ein bisschen können. Und dafür ist es ganz wichtig zu rotieren. Und in großen Kliniken mit ganz vielen Zentren funktioniert das auch sehr gut, dass du da alles mal gesehen hast. Ja, wie gesagt, nach 2, 3 Jahren geht es dann so langsam an die Rubrik, in welche Richtung sehe ich mich und so weiter. Aber es ist ein Fach mit sehr, sehr vielen Facetten. Allein die Patienten, das Patientenklientel geht ja wirklich von einer sehr, sehr jungen Dame von 13, 14 Jahren bis zur 100-jährigen Omi und die haben natürlich auch ein ganz verschiedenartiges Spektrum an Erkrankungen und auch an psychischen Vorerkrankungen. Das spielt auch eine große, große Rolle. Krebspatienten haben einfach einen sehr hohen Leidensdruck und sagen wir mal, junge Patientinnen mit Endometriose zum Beispiel haben einen hohen Leidensdruck, Kinderwunschpatientinnen. Also da kriegt man wirklich die ganze Palette vom Leben mit. Und das macht das Berufsbild eben auch so spannend. Welche Gründe haben dich bewegt, Gynäkologe zu werden? Was sind deiner Meinung nach Vor- und Nachteile dieses Facharztes? Jo, fangen wir doch mal. In der Schule habe ich gelernt, man muss immer mit den negativen Sachen anfangen, damit man danach die positiven Sachen sagen kann. Fangen wir doch mal mit den Nachteilen an. Es ist ein Beruf und auch je nachdem, wo du arbeitest, in der Klinik oder im Krankenhaus, wo man auch mal wirklich rennen muss, wo man um Menschenleben kämpfen muss und das ist halt das Ding nicht nur um ein Menschenleben, sondern in der Geburtshilfe ist es auch so, dass du da mindestens 2 Menschenleben quasi zu verantworten hast und auch die Behandlung zu verantworten hast. Wenn da jetzt eine Frau kommt, die ist, weiß ich nicht, in der 30. Schwangerschaftswoche und blutet sehr stark, musst du halt entscheiden, was mache ich mit der Frau und musst im besten Fall richtig entscheiden, sodass du 2 Leben rettest. Und da hängt natürlich noch viel mehr dran. Da ist ein Partner, der sich auf seine Familie freut. Da sind Oma und Opa beiderseits, die sich auf die Enkel freuen. Also das ist schon eine sehr hohe Verantwortung und dadurch natürlich auch so ein hoher Stresspegel, den man erstmal verkraften muss. Und dadurch, dass das auch so ein riesen facettenreicher Beruf ist, hast du am Anfang das Gefühl, dass du alles vielleicht so ein bisschen kannst, aber nicht so ganz. Also das ist so ein bisschen frustrierendes Gefühl am Anfang, weil du wirklich so denkst, oh, ich würde jetzt gerne mal eine Sache mal komplett 2 Jahre lang machen, dann kann ich das nämlich und dann die nächste, aber dafür hast du gar nicht die Zeit, denn nach 5 Jahren möchte man natürlich auch Facharzt werden, das heißt, du musst sehr viel in sehr kurzer Zeit, kriegst du an Input und musst du lernen und das macht es vielleicht ein bisschen anstrengend vom Stresspegel. Man muss also relativ stressresistent sein, man muss natürlich sehr gut mit Frauen umgehen können, also das ist etwas, was man auch vorher wissen muss. Man hat eben nur Frauen als Patientin, ganz wenige Brustkrebspatientinnen, die Männer sind, das gibt es natürlich auch, aber natürlich hat man zu 99% mit Frauen zu tun und heutzutage ist es so, dass die meisten Gynäkologinnen
auch weiblich sind. Also die Männer sterben so langsam den Beruf aus. Das tangiert wahrscheinlich weniger die Männer, denn ich komme mit Frauen ja sowieso gut klar, als auch die Frauen untereinander. Da kann es schon mal so ein bisschen Reibung geben. Also es ist völlig normal, dadurch, dass Frauen untereinander manchmal ein bisschen mehr zicken als vielleicht Männer untereinander, wenn ich das so sagen darf. Also ja, aus eigener Erfahrung. Das sind vielleicht so die groben Nachteile und ansonsten überwiegen dem aber wirklich die wahnsinnigen Vorteile, dass du, wie gesagt, dieses Riesenspektrum hast an Dingen, die du irgendwann mal kannst, an Dingen, die du weißt. Die Geburtshilfe an sich ist einfach ein so mega positiver Beruf. Das geht ja auch zu wirklich dem Hauptteil. Alles gut und es ist wunderschön und du bist bei einer Geburt dabei. Du hast diese Riesenspanne zwischen, da wird ein Kind geboren und ein paar Meter weiter auf der Station liegt eine 90-Jährige mit einer schweren Krebserkrankung, die am Sterben ist. Also das macht dich demütig und aber auch irgendwie so ganz hoffnungsvoll, weil da geht Leben, da kommt Leben. Es ist einfach ein sehr runder Beruf. Es macht einfach Spaß, sich da auszutoben und von vielen Dingen eine Ahnung zu haben. Und ja, also ich würde diesen Beruf immer wieder wählen. Es ist unterm Strich ein wahnsinnig schöner Beruf, aber natürlich auch ein anstrengender Beruf. Das muss man, glaube ich, vorher auch wissen. Was sollte einem Spaß machen, wenn man Gynäkologe werden will? Operieren, Anamnesegespräche und welche Eigenschaften, Stärken sollte man mitbringen? Das habe ich, glaube ich, gerade schon ein bisschen beschrieben, dass man halt stressresistent sein sollte, dass man sich gut organisieren können muss, dass man schnell arbeiten muss, auch schnell entscheiden muss, rufe ich jetzt nachts den Oberarzt an oder nicht. Also das sind alles Dinge, die man sich auf jeden Fall vorher überlegen soll, ob man so ist. Unterm Strich macht es einfach Sinn, da mal, wenn man sich dafür interessiert, eine Hospitation zu machen, eine Formulation, also irgendeine Art von Praktikum in so einer Klinik, um da mal so ein bisschen reinzuschnuppern und zu merken, wie das so auch das Klima ist und die Arbeitsverhältnisse sind. Also das sollte man sich vorher schon mal angeschaut haben, bevor man da blindlings in diesen Beruf einsteigt. Und letztlich vielleicht noch, welchen großen Unterschied du gesehen hast zwischen den Arbeiten an einer Uniklinik und einem kleineren städtischen Krankenhaus oder vielleicht einem ländlichen Krankenhaus. Welche Vorteile gibt es? Die liegen auf der Hand. Also klar, bist du bei einem großen Haus, sagen wir mal jetzt einer Uniklinik, mit allen Pathologien konfrontiert, die es so gibt. Da kommt alles. Also du musst alles handeln können. Da sind wir wieder bei dem Stresspegel. Aber du lernst es halt auch und du lernst auch, das einzuschätzen und du wirst auch cooler mit der Zeit. Also da kommen vielleicht die größten Pathologien auf dich zu und du bist aber relativ relaxed, weil hey, habe ich jetzt schon 5-mal hinter mir eine blutende Plazenta previa zum Beispiel und ich weiß, was zu tun ist. Ich bin da guter Dinge und weiß einfach, wie das zu handeln ist, die Situation. Auf der Gegenseite, wenn du jetzt in einem kleinen Krankenhaus anfängst, hast du natürlich nur die, nicht despektierlich gemeint, die 0815-Jobs. Also du kriegst die Geburten ab der 37. Schwangerschaftswoche, die eigentlich immer relativ unkompliziert verlaufen. Du kriegst auch, was diese onkologischen Patienten angeht, immer so den Klassiker. Und wenn es mal kompliziert wird, dann schickst du es weiter. Und du musst dich halt irgendwann mal fragen, interessiert dich das jetzt, wie es mit Frau Müller XY weitergeht, wenn ich die jetzt von einer kleinen Klinik in ein größeres Haus schicke? Oder sagst du, ach Gott sei Dank kann ich die jetzt endlich loswerden und die wird da schon gut und professionell behandelt. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Das ist eine Überlegung, die du dir stellen musst. Und ein Tipp, den ich immer den Formulanten und so weiter mitgebe, man sollte eigentlich zusehen, dass man an einem großen Krankenhaus mal anfängt. Und wenn das nach einem Jahr zum Beispiel überhaupt nichts für einen ist, kann man immer noch ein kleines Krankenhaus wechseln. Der Schritt andersrum, von einem kleinen auf ein großes Krankenhaus wechseln, der ist ziemlich heftig. Da haben wir auch Kolleginnen, die waren im relativ ländlichen kleinen Krankenhaus und waren da sehr gut, haben da 2-3 Jahre gearbeitet und dachten auch, sie sind fit und denen kann nichts mehr passieren. Und dann kommen sie an eine große Klinik und dachten, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Und da haben sich wieder so ein bisschen angestellt wie Anfänger oder haben sich so gefühlt wie Anfänger. Und das ist natürlich etwas, was man vermeiden kann, wenn man gleich ins kalte Wasser springt. Haben wir noch eine Frage? Ich muss mal kurz was trinken aus meiner passenden Tasse. Also, es ist unterm Strich ein wahnsinnig schöner, umfassender, erfüllender Beruf, der mit viel Arbeit verbunden ist, der mit viel Lernerei auch verbunden ist und mit viel Zeit, die man investieren muss, verbunden ist. Wenn man irgendwann mal einen Pegel erreicht hat, wo man sagt, boah, jetzt bin ich fit, jetzt fühle ich mich gut, jetzt bin ich sicher, dann macht es extrem viel Spaß, weil man viele Situationen handeln kann und gut handeln kann und weil man mit der Geburtshilfe einfach immer wieder auch Dinge zurückbekommt, weil man sich immer sagt, wow, ich habe heute Nacht 7 Kinder bekommen zum Beispiel, das ist relativ viel und dann denkt man sich, boah, es ist einfach so schön, dabei gewesen zu sein. Auf der anderen Seite ist man auch mega geplättet und sagt, ich bin einfach froh, jetzt ins Bett zu fallen. Es ist ein Beruf,
Was ich sagen wollte, bevor mich mein Kind unterbrochen hat, dass es ein Beruf ist, wo einen Kinder immer mal wieder unterbrechen. Nein, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich sage mit Hand aufs Herz, ich würde diesen Beruf immer wieder wählen und immer wieder erlernen und immer wieder ausüben, weil es für mich der umfangreichste, tollste Beruf ist mit allen Facetten, den ich so in meiner Medizinkarriere bis jetzt mitbekommen habe. Aber das ist natürlich auch nur meine Meinung. Aber ihr könnt gerne mal unten in den Kommentaren eure Meinung schreiben. Was macht ihr oder was schwebt euch vor? Oder aus welchen Gründen? Würde mich mal interessieren. Ansonsten vielen Dank für die Fragen. Gerne öfter mal solche Fragerunden mit Q&A über irgendwas in der Gynäkologie oder im Medizinstudium, von mir aus auch. Fragt einfach mal raus. Ich mache sowas immer sehr, sehr gerne neben den ganzen schwangerschafts- und gynäkologischen Themen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.